Ein gut ausgebildeter Fußballlehrer, der als Scout für Manchester United arbeitete und die große Fußballbühne kennt. Das ist Unions neuer Übungsleiter Norbert Düvel. Der 46-Jährige setzte sich letztlich gegen 41 andere Bewerber durch. Am Ende war es auch eine menschliche Komponente, also, die uns überzeugt hat. Und deshalb haben wir uns sehr gerne und dann auch am Ende sehr leicht für Herrn Düvel entschieden. Für den ehemaligen Co-Trainer von Mirko Slomka bei Hannover 96 ist Union eine Herzensangelegenheit. Auch weil der Freund und Kenner des englischen Fußballs begeistert ist vom Umfeld der Eisernen. Ich muss sagen, ich bin im Herbst bei einem Spiel hier gewesen gegen Greuther Fürth. Ich war zusammen mit meiner Frau hier. Wir sind auch mit der Straßenbahn hierher gefahren, haben ein bisschen die Atmosphäre auch aufgenommen, auch mit dem ganzen Fantum hier. Und letztendlich am Ende des Tages, obwohl das Spiel ja für Union leider verloren gegangen ist, haben wir gesagt, Mensch, das wäre echt ein toller Verein, hier mal zu arbeiten. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass es so schnell geht. Der dreifache Familienvater hospitierte unter anderem bei Schalke 04, Ajax Amsterdam, Inter Mailand und Bayern München. Die Verjüngung des im Schnitt ältesten Zweitligateams ist eine Aufgabe des neuen Union-Trainers, die Ausprägung seiner eigenen Fußballphilosophie eine andere. Ich möchte natürlich schon einen sehr modernen Fußball hier anbieten. Ich möchte einen taktisch variablen Fußball anbieten. Die Spieler sollen taktisch auch in der Lage sein, mehrere Systeme zu spielen. Grundsätzlich geht es darum, Tempo-Fußball, sehr aggressiv, sehr hohes Verteidigen, sehr aggressives Verteidigen und Umschaltspiel natürlich auch in beide Richtungen mit höchstem Tempo. Mit Norbert Düvel präsentiert Union ein neues, frisches Gesicht auf der Trainerbank. Für viele eine überraschende Entscheidung, für den Club genau die richtige.